Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wer die Überschrift gelesen hat. Zeichen einer untergehenden Nation. Und wenn ich über den Untergang einer Nation spreche, dann meine ich nicht das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. Es ist doch etwas bedeutender als nur dieses Fußballspiel. Kennt ihr vielleicht untergegangene Nationen, so wie die Mayas, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, vielleicht das Osmanische Reich oder auch das Mongolische Reich? Das sind alles sehr einflussreiche Nationen gewesen, die große Siege vollbracht haben, große Gebiete beeinflusst haben, Weltmächte waren. Und wir wissen auch über diese Nationen immer nur das, was die Siegermächte erlaubt haben, darüber zu wissen. Ja, die Sieger schreiben die Geschichte. Und oft wissen wir gar nicht, warum diese Nationen untergegangen sind, so wie bei den Mayas zum Beispiel. Heute geht es um die Nation Israel zum Zeitpunkt ca. 1300 vor Christus. Wir sind im Buch der Richter und wir schauen uns heute diese Nation etwas genauer an. Und glücklicherweise wissen wir ziemlich viel über den Untergang dieser Nation und wir dürfen daraus lernen. Wir sind so in den letzten Kapiteln vom Buch der Richter und wir finden hier sehr seltsame Geschichten. Zuletzt ging es um Simson und die folgenden Kapitel sind nicht unbedingt eine chronologische Fortsetzung der Geschichte. Es sieht so aus, dass der Autor, der Samuel sein könnte, hier noch ein paar Ereignisse schildert und sie als eine Art Nachwort mit anhängt. Vielleicht, um uns heute zu zeigen, so haben einzelne Israeliten gelebt. Das war der Durchschnitt der Gesellschaft. Einfach ein paar Geschichten aus der Nachbarschaft, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, welche Zustände in Israel geherrscht haben. Und einen Satz, den lesen wir häufiger in diesen letzten Kapiteln, das ist im Kapitel 17, zum Beispiel Vers 6, da lesen wir: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist der Kontext, in der unsere Geschichte stattfindet. Es gibt keinen König, keine Autorität, keine Gewalt des Staates, keinen Anführer. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und auf den ersten Blick mag es für uns fremd sein. Wir leben alle in Deutschland, hier ist alles geregelt, hier ist alles per Gesetz festgelegt. Aber auf den zweiten Blick ist es doch unsere Realität. Und heute tut jeder, was er möchte, alles, was recht ist in seinen Augen. So leben ja die meisten Menschen. Und nicht einmal der Staat hält sich konsequent an geltendes Recht. Und schaut euch um, welche Gesetze beschlossen werden. Diese Gesetze ermöglichen jedem ein individuelles Recht, so zu leben, wie er möchte. Und die damalige Realität weist erstaunliche Parallelen zu unserer Zeit auf. Und wer also meint, die Bibel sei antik und könnte nicht in unser Leben sprechen, der hat sie nicht gelesen. Die Zeit, in der unsere Geschichte stattfindet, kann man auch als Anarchie beschreiben. Die Starken beherrschen die Schwachen und machen, was sie wollen. Und unsere Hauptperson heute heißt Micha. Zeitlich ordnen die meisten Ausleger Micha in die Anfangszeit der Richterzeit, also irgendwo Richtung Otniel, ca. 1350 vor Christus. Ist aber nicht so wichtig. Die Geschichte beginnt mit unserem Micha aus dem Stamm Ephraim. Er ist ein ganz durchschnittlicher junger Mann. Er ist kein Richter. Und wir lesen die ersten zwei Verse aus Richter 17, die Verse 1 und 2. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der sprach zu seiner Mutter: Die 1100 Silberlinge, die dir entwendet worden sind und um deren Willen du einen Schwur ausgesprochen hast vor meinen Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir, ich habe es entwendet. Micha kommt zu seiner Mutter und er gesteht ihr, dass er sie bestohlen hat. Er ist ein Dieb. Er ist der Durchschnitt seiner Zeit. Diese Familie war sicherlich nicht arm. 1100 Silberlinge sind keine Kleinigkeit. Und von diesem Geld könnte er sehr lange in Ruhe leben.
Wir wissen nicht viel über die Hintergründe, aber einige Verhaltensweisen lassen sich hier wirklich herauslesen. Micha hat seiner Mutter Geld gestohlen und schaut mal, was seine Erklärung ist. Ja, die 1100 Silberlinge, die dir entwendet worden sind und um deren Willen du einen Schwur, andere Übersetzungen schreiben, einen Fluch ausgesprochen hast, vor meinen Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir, ich habe es entwendet. Hört sich so eine Entschuldigung an. Er erwähnt den Fluch, den seine Mutter ausgesprochen hat, und er hat Reue gegenüber seiner Mutter, aber der Grund dafür ist der Fluch. Er hat selbst hat gehört, wie seine Mutter gesagt hat, verflucht sei der, der dieses Geld gestohlen hat. Micha will nicht verflucht sein. Er ist abergläubisch. Wir lesen nichts darüber, dass er Gottesfurcht hatte, dass er erkannt hat, er hat vor dem Gesetz, vor geltendem Gesetz, vor dem Gesetz Gottes gesündigt. Micha fürchtet den Fluch mehr als den Gott Israels. Und so ist es schon im Buch der Richter die ganze Zeit gewesen. Jedes Mal, wenn das Volk versklavt wurde, schreien sie zu Gott um Hilfe. Und sie wollen von den Konsequenzen ihres Götzendienstes erlöst werden. Und Micha hat Angst vor den Konsequenzen seiner Tat. Vielleicht wirkt der Fluch ja tatsächlich. Ich bringe das lieber mal schnell in Ordnung. Der Fluch könnte mich wirklich schlimm treffen. Es gibt kein Anzeichen davon, dass er es bereut, gegen Gott gesündigt zu haben. Er sorgt sich um seine Zukunft. Und so sieht echte Reue nicht aus. Es gibt zwei Formen von Reue, die wir heute vielleicht festmachen können. Zwei unterschiedliche Formen, wie sich Reue oder Buße äußert. Ja, wir kennen das Wort Buße ja kaum noch in unserem Sprachgebrauch. Die erste Form ist vielleicht die echte Reue gegenüber Gott und über die eigene Sünde. Dass ich erkenne, ich habe mich schuldig gemacht gegenüber meinem Schöpfer. Ich habe mich von ihm abgewendet. Das ist die erste Form der Reue. Und wir haben heute schon über die Gemeinde in Korinth gehört. Und wir lesen im 2. Korintherbrief, wie Paulus sich über die Buße oder die Reue der Korinther gefreut hat. Ja, die Gemeinde in Korinth, die hatten echt Probleme. Und die lebten in Sünde. Und Paulus ermahnt sie in seinem Brief. Und später erzählt Titus Paulus, dass die Korinther Buße getan haben. Und dann schreibt Paulus Folgendes an die Korinther im 2. Korintherbrief, die Verse 7 bis 11, da lesen wir, seht doch, wie viel es gerade dieser gottgewollte Schmerz, er spricht hier über die Buße, die sie getan haben, bei euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir, leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar Bestrafung des Schuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Das sind die Folgen echter Reue. Das sind Beweise echter Buße. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung. Erklärung des damaligen Verhaltens, reflektieren, warum habe ich das gemacht? Eine Empörung darüber. Und das Entscheidende ist die Furcht vor Gottes Zorn. Und letzten Endes war die Beziehung zu Gott gestört in dieser Gemeinde, vielleicht sogar in Gefahr. Und dann kommt echte Reue, echte Buße. Noch deutlicher sehen wir das bei König David. Er schreibt im Psalm 51, schreibt er über seine eigene Buße in Vers 6, sagt er, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit uns umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Worum geht es hier? David hat durch Nathan die Augen geöffnet bekommen, einen Propheten über seine eigene Sünde. Nathan durfte David kritisieren und David erkennt, in erster Linie habe ich gegen Gott gesündigt. Er hat Gott vergessen, er hat einem Freund die Frau gestohlen, er hat diesen töten lassen, um die Schwangerschaft dieser Frau zu vertuschen. David hat gegen Bathseba gesündigt, gegen seine eigene Familie, gegen Uriah, gegen seine Armee, gegen sein Land, gegen sein ganzes Königtum hat David gesündigt. Aber er sucht zuerst bei Gott um Vergebung. Er hat mit dieser Tat
hat er sich von Gott abgewendet. Vor diesem Gott, der ihn jahrelang durch seine Flucht geholfen hat, ihn vor seinem Schwiegervater bewahrt hat. Und hier tut er Buße im Psalm 51. Lest euch das zu Hause gerne mal durch. Michas Reue bei uns richtet sich nicht an Gott. Er fürchtet nicht Gott, sondern er fürchtet die Konsequenzen seiner Sünde. Und das ist falsche Reue. David sagt, dein Richterspruch, Gott, ist gerecht. Das heißt, die Folgen meiner Sünde ist okay, ich muss sie hinnehmen. Du bist gerecht. Der Gegenpart zu Saul, also das absolute Gegenteil davon ist zu David, ist ja Saul. Und die Schlüsselsituation in Sauls Leben war ja, als er sich Gottes Befehl widersetzt, alle Amalekiter und auch ihr Vieh zu töten. Stattdessen opfert er die Tiere der Feinde, obwohl er nicht das Recht dazu hatte. Er ist kein Priester. Und Samuel kommt zu ihm und sagt, Gott wird dir deine Königsherrschaft nehmen und er wird sie einem anderen geben. Und Saul versteht es nicht und er bittet Samuel, er sagt, ja, ich habe gesündigt, okay, aber ehre mich vor dem Volk. Bitte bewahre mich vor den Konsequenzen meiner Tat. Was werden die Leute sagen? Das ist Angst, sein Ansehen zu verlieren. Es ist Selbstmitleid. Mein Leben wird nie mehr so sein, wie es war, wenn das rauskommt. Hilf mir. Wisst ihr, das ist Selbstsucht und Stolz. Und Saul wendet sich nicht an Gott. Das ist falsche Reue. Sie richtet sich an Menschen und nicht an Gott und betrauert nur die eigene Situation. Und so auch hier bei Micha. Er wendet sich an seine Mutter. Bitte heb den Fluch auf. Und was sagt seine Mutter dazu? Vers 2 bis 4, da sprach seine Mutter, gesegnet seist du, mein Sohn von dem Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder. Und seine Mutter sprach, ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll, darum gebe ich es dir jetzt wieder. Er gab seiner Mutter das Geld wieder zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied. Er machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus. Jetzt wird es richtig skurril. So wie sie meint, einen Fluch aussprechen zu können, segnet sie ihn jetzt. Sei gesegnet vor dem Herrn, mein Sohn. Welch schöne, fromme Worte. Diese Frau ist völlig verwirrt. Und wir lesen hier nichts von einer Verurteilung, ja, das würde sich doch eigentlich so gehören. Dein Sohn hat dich beklaut, nicht ganz unerheblich. Weise ihn zurecht, stell das klar. Was ist das für eine Familie? Aber schaut mal in eure Familien. Solange unsere Kinder klein sind, haben wir ganz klare Prinzipien. Haben wir ganz klare Werte, für die wir einstehen. Sobald aber unsere Kinder sich an unseren Werten versündigen, werden wir auch weich. Und auf einmal sehen wir das dann doch nicht mehr ganz so eng. Es sind ja unsere Kinder. Und vielleicht halten wir sogar die Hand drauf. Wir lassen uns korrumpieren. Cleon Rogers, einige kennen ihn vielleicht vom Bibeltraining, erzählte mal eine Geschichte aus seinem Leben. Als sein Sohn ins Teenageralter kam, hat er seinem Sohn etwas mit auf den Weg gegeben. Er sagte, mein Junge, ich konnte dich bis jetzt von Drogen fernhalten. Aber wenn ich irgendwann Drogen bei dir finde, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du zeigst dich selbst an, und ich komme auch gerne mit, wenn du möchtest, um dich zu unterstützen. Die zweite Möglichkeit ist, ich zeige dich an. Wenn ich es nicht schaffe, dich von Drogen fernzuhalten, dann muss der Staat das tun. Das ist ziemlich hart, oder? Aber es zeigt ganz klar, was richtig und falsch ist. Stehen unsere Werte unverrückbar da vor unseren Kindern? Oder sind wir korrupt und wir beugen das Recht, wenn unsere Kinder selbst betroffen sind? Michas Mutter ist korrupt. Auch sie hat ein völlig falsches Bild von Gott und das Recht von Schuld. Sie korrigiert ihn nicht, sie ermahnt ihn nicht, sie segnet ihn im Namen des Herrn. Was für eine Frechheit. Sie belohnt ihn, sie gibt ihm das Geld wieder. Laut Gesetz müsste Micha eigentlich das Doppelte zurückgeben. Vers 3, ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll. Darum gebe ich es dir jetzt wieder.
Sie sagt, Micha, nimm es trotzdem oder gibt es wieder zurück. Und anschließend, wie viel Silber gibt sie für diesen Silbergötzen? 200 Silberlinge. Von 1100, die sie dem Herrn weihen möchte, so wie sie es gesagt hat, gibt sie 200 für ein Götzenbild. Den Rest behält sie wahrscheinlich. Über was für einen Götzen reden wir hier? Anscheinend war es bei den Israeliten so, dass sie Hausgötzen hatten. Im Alten Testament tauchen diese immer wieder auf. Bei Rahel, als sie ihren Vater Laban verlässt, entwendet sie auch einen Hausgötzen. Bei David und Michal sehen wir auch, dass in der Wohnung so ein Götze rumsteht. Und es ist schon seltsam, aber es scheint so eine Art Kultur dafür gegeben zu haben. Vielleicht war es auch so eine Art Vermögenssicherung, dass man das, was man hatte, eingegossen hatte und das dahingestellt hat als Investment oder so. Aber im Prinzip ist das völlig absurd, was hier passiert. Kannten die beiden die 10 Gebote Gottes, Micha und seine Mutter? Kannten sie nicht das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kennen Sie den Gott Israels noch, der Sie aus Ägypten herausgeführt hat? Wie kommt sie darauf, dass es gut wäre, einen Götzen zu gießen oder gießen zu lassen mit dem Geld? Das ist völlig absurd. Wisst ihr, das Überleben einer Nation oder die Entwicklung einer Nation ist von der kleinsten Zelle der Gesellschaft abhängig. Die Familie ist die Institution, die entscheidet, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht. Wenn es in der Familie kracht, wenn es in der Familie nicht funktioniert, dann merkt es die Gesellschaft. Wenn es keine Liebe, wenn es keine Werte und auch keine Autorität in der Familie gibt, ist das unsere Zukunft. Daran wird unsere Gesellschaft erkranken. Und die Ursache für unsere wertelose Gesellschaft sind unsere Familien. Wenn Werte in der Familie nicht gelebt werden, dann werden sie es in der Gesellschaft auch nicht. Und das ist die Situation hier in Israel. Und wisst ihr, wir können über Richtlinien, über ganz viele Dinge ganz gerne sprechen. Am Ende ist sich jeder selbst der Nächste. Und so handeln auch die meisten. Und wir haben die Bibeln aus den Schulen genommen. Wir haben das Gebet aus den Schulen genommen. Es gibt kaum noch Bibeln in Krankenhäusern. Auf der Arbeit haben wir keine christliche Arbeitsethik. Es wäre vielleicht mal interessant, darüber zu sprechen. Wir haben gewisse Verhaltensregeln. Heute kennen die meisten ihre Rechte sehr gut, aber die Pflichten nicht. Unsere Gesellschaft trocknet innerlich aus, weil Gott keine Rolle mehr spielt in unseren Familien. Micha und seine Mutter, sie kennen Gott nicht. Sie haben keine Beziehung zu ihm, sie haben ein völlig falsches Bild von Gott und ihn zu ehren oder ihm zu dienen. Und die Mutter ist habgierig. Ähnlich wie Hananias und Sapphira im Neuen Testament in Apostelgeschichte 5 lesen wir die Geschichte. Ein Ehepaar betrügt die Gemeinde, indem sie vorgibt, alles von ihrem Geld abzugeben und die Hälfte für sich behalten. Gott straft sie mit dem Tod. Sehr drastisch. Sie haben gelogen aus Gier. Micha ist geldgierig, weil seine Mutter geldgierig ist. Geld ist ihr wahrer Gott. Wisst ihr, wenn mir Geld wichtig ist, dann merken das meine Kinder. Und es wird ihnen auch wichtig sein. Wenn mir Äußerlichkeiten, irgendwelche Trends und auch meine Karriere wichtig ist, wenn mir Wohlstand wichtig ist, wenn mir Genuss und Mode und Medien alles wichtig ist, dann werden meine Kinder das auch übernehmen. Und meistens legen die Kinder noch einen drauf. In Vers 5 kommt der nächste Hammer. So hatte also Micha ein Gotteshaus und er machte ein Ephod und ein Teraphim und weihte einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Nochmal, Micha ist ein Ephraimiter. Es war lediglich den Leviten bestimmt, Priester für Gott zu sein. Micha setzt hier seinen eigenen Sohn zum Priester ein. Michas Mutter kennt das Gesetz Gottes nicht. Micha kennt das Gesetz Gottes nicht. Was soll der Sohn denn machen? Wie soll er Priester sein? Und überhaupt, wenn jemand in die Gegenwart Gottes wollte zur damaligen Zeit, musste er zur Stiftshütte gehen. Vielleicht können wir jetzt mal die Karte kurz einblenden. Ich habe die erste Karte habe ich ausgelassen. Das ist die Karte von Israel und die Stämme, die dort sind. Und das Blaue, so ziemlich zentral, das ist der
das Gebiet von Ephraim gewesen. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, gehen wir etwas näher rein. Und man kann es hier etwas schlechter erkennen. Aber wir sehen einmal ganz unten Bethlehem und dann oben die gestrichelte Linie, das Hügelland von Ephraim. Und etwas weiter nordöstlich ist Shiloh oder Silo. Dort stand die Stiftshütte. Wenn es einen Ort für die Anbetung Gottes gibt, dann ist er genau dort. Und das sind circa 30 Kilometer, je nachdem, wo Micha gewohnt hat, sind das circa 30 Kilometer. Micha schafft hier einen ganz eigenen Ort der Anbetung. Er macht ein Priesterkleid und eine Götzenfigur. Und so sieht Gottesdienst aus, wenn jeder tut, was richtig ist in seinen Augen. Diebstahl wird heilig gesprochen, ein Götze wird zur Ehre Gottes hergestellt. Völlig krank. Und wisst ihr, wir stehen heute als Gemeinde auch in einer Gefahr. Wir sind versucht, den Individualismus unserer Gesellschaft zu übernehmen. Und wir sprechen oft auch über geistliche Themen so. Du siehst das so, ich sehe das so, alles ist gut, wunderbar. Auf diesem Gebiet kommen wir nicht zusammen, ist halt so. Wisst ihr, für mich bedeutet das eigentlich nur, dass wir nicht bereit sind, uns selbst zu hinterfragen. Wir sind so eingebildet auf das, was wir denken und lassen uns nicht korrigieren. Wir sind nicht bereit, das zu hinterfragen. Uns ehrlich mit unserem egoistischen Herzen vor Gott mal zu stellen und zu sagen, ist das eigentlich richtig, was ich denke? Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wir haben jetzt hier schon zwei Zeichen einer untergehenden Nation herausgearbeitet. Das erste war die falsche Reue, falsche Buße oder gar keine Buße eigentlich über seine Sünde. Das zweite Zeichen ist ein völlig falsches Verständnis von Gott und seiner Anbetung. Der dritte Punkt wird sich jetzt in den folgenden Versen zeigen. Also Micha hat jetzt seinen eigenen Gottesdienst, er hat einen Hausgötzen, sein Sohn ist Priester. Und wir lesen weiter die Verse 6 bis 12. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war aber ein junger Mann aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Judas, der war ein Levit und hielt sich dort als Fremdling auf. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem, Juda, um sich als Fremdling dort niederzulassen, wo er etwas Geeignetes fände. Als er so seines Weges ging, kam er auf das Bergland Ephraim zum Haus Michas. Da fragte ihn Micha, wo kommst du her? Er antwortete ihm, ich bin ein Levit von Bethlehem, Juda und bin unterwegs, um mich dort als Fremdling niederzulassen, wo ich etwas Geeignetes finde. Es taucht eine neue Person in unserer Geschichte auf, ein junger Levit, der hier nicht zu Hause war im Bergland Ephraim. Und es sieht so aus, als wenn er so eine Art Vagabund ist. Er hat kein Zuhause, er zieht umher und er sucht, wo er bleiben kann. Und Micha trifft diesen Leviten und er fragt ihn, wer bist du? Und als Micha hört, dass der Levit ist, wird er aktiv. Da sprach Micha zu ihm in Vers 10. Bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberlinge und Bekleidung und deinen Unterhalt geben. Und der Levit ging hinein und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und dieser hielt den jungen Mann wie einen seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, damit der junge Mann ihm als Priester diente, und er blieb in Michas Haus. Micha ist nicht arm. Er kann sich das leisten, jemanden einzustellen, der einfach nur eine Art Gottesdienst bei ihm zu Hause macht. Und es gibt hier mehrere Aspekte in dieser Geschichte, die uns zeigen, was in diesem Land los war. Warum ist ein obdachloser Levit auf der Suche nach einem Zuhause? Warum ist er nicht in einer der Städte, die den Leviten zugeordnet waren? Es gab mehrere Städte, wo die Leviten sich niederlassen sollten. Warum ist er nicht dort? Der Levit ist mittellos, er hat kein Zuhause. Und hier sehen wir, dass sich die Israeliten nicht um die Leviten gekümmert haben. Sie haben in 5. Mose gab es eine klare Anweisung von Gott, das Volk sollte, also alle Stämme sollten den Stamm Levi unterstützen. Sie sollten dafür sorgen, dass sie versorgt sind, weil der Stamm Levi kein eigenes Land hatte. Aber das geschieht hier nicht. Das Volk kümmert sich nicht um seine geistliche Führung. Eine Frage an uns, sind wir bereit, für unsere geistliche Führung zu sorgen? Was hier noch steht, ist, dass der Levit arbeitslos ist. Scheinbar ist in Silo kein Gottesdienst mehr. Die Stiftshütte ist ein verlassener Ort.
Es findet keine Anbetung statt. Es gibt kein Opfer, es gibt keinen Gottesdienst, es gibt, das Gesetz Gottes wird nicht verlesen. Die Leviten sind überflüssig und deswegen irrt hier ein einsamer Levit durch das Land und er weiß nicht, wo er bleiben soll. Und Micha stellt ihn ein. Und der Levit ist einverstanden, er bekommt Kleidung, Nahrung, ein Zuhause. Er kommt in ein Haus mit einem Götzen, mit einem Priester, der gar nicht Priester sein darf. Und er hat endlich ausgesorgt. Er hat ein Zuhause gefunden. Interessant ist, was sollte der Levit jetzt hier eigentlich machen? Sollte er wirklich den Gott Israels anbeten? Wir lesen nichts davon. Als Levit müsste er doch das Gesetz kennen. Es hätte ihm doch klar sein müssen, dass Micha hier etwas falsch macht. Er müsste doch aufstehen und sagen, so Micha, als erstes nehmen wir deinen Götzen, wir verbrennen den erstmal. Und dann werden wir deinen Sohn als Priester da rausnehmen, der gehört da nicht hin. Und dann gehen wir zur Stiftshütte nach Schilo, das ist nicht weit weg von hier, und wir beginnen dort den richtigen Gottesdienst in der Stiftshütte. Der Mann, der Gottes Wort predigen sollte, der Gott repräsentieren sollte, der das Volk vor Gott repräsentieren sollte und für das Volk einstehen sollte, verkauft sich für Götzendienst. Wie viele Pastoren werden heute in Gemeinden eingestellt, denen von Anfang an gesagt wird, pass auf, lieber Pastor, du kannst Pastor sein, aber diese und diese Themen, die packst du bitte nicht an. Da brauchen wir dich nicht für. Wenn du dich daran hältst, dann bist du eingestellt, dann bezahlen wir dich auch. Wenn der Preis stimmt, dann passe ich mich an. Und das ist die Gefahr, in der jeder Älteste steht, der Gemeinde nach dem Mund zu reden, gewisse Themen zu umschiffen, bloß nicht um anzuecken. Nach dem Motto, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Wisst ihr, wer setzt heute in den Gemeinden, in unserer westlichen Welt, die Männer ins Amt? Es ist, in unserer Geschichte ist es hier ein Wohlhabender, ein ungeistlicher, selbstgerechter Dieb. Der setzt einen Mann zu seinem eigenen Priester ein. Die Einsetzung eines Ältesten ist nie die Initiative eines Menschen. Gott befähigt und beruft Männer, die ihn fürchten, um anzuleiten. Und wir sind in der heutigen Gemeinde, oder wird in der heutigen Gemeinde vielleicht jemand installiert, der beliebt ist, der mit der Zeit geht, der angesagt ist, jemand, der im Trend einfach liegt und beliebt ist vielleicht? Oder haben wir Männer, die Gott fürchten, die treu zu ihm stehen und bereit sind, gegen alle Widrigkeiten Gottes Wort kompromisslos zu predigen? Damit die Gemeinde den Hirten, der am Kreuz gestorben ist, besser kennenlernen kann. Das ist kein einfaches Thema und wir sind alle in der Pflicht, uns demütig vor Gott zu prüfen, unsere eigenen Motive zu hinterfragen und Gottes Geist wirken zu lassen. Hier ist echte Reue, echte Buße angesagt über unser eigenes Leben. Und die Frage ist, betest du konkret für deinen Ältesten? Für die Männer, die geistliche Kämpfe kämpfen, um Verlorene zu erreichen, um Gott groß zu machen. Wir kennen natürlich die Voraussetzungen für Älteste aus dem ersten Timotheusbrief, aus Titus. Und doch müssen wir diese Männer suchen unter uns, oder? Warum bist du nicht derjenige, auf den diese Kriterien zutreffen? Bist ja als Familienvater stehst du in der Verantwortung, deiner Familie genauso vorzustehen wie der Älteste der Gemeinde. Alle Familienväter stehen hier in der Verantwortung. Und wir haben ein Beispiel für einen Priester in der Bibel. Sein Name ist Esra. Esra kommt aus dem Exil in Persien zurück nach Israel, um den Gottesdienst wieder einzuführen. Und als er zurückkommt nach Israel, findet er dort schlimme Zustände vor. Die Israeliten, die in Israel geblieben waren, leben völlig losgelöst von Gottes Wort. Wir lesen das in Esra 9, die Verse 1 bis 3. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perizzitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen und so hat sich der heilige Same den Völkern der Länder vermischt und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen.
Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Das ist die gleiche Situation hunderte Jahre später. Die führenden Leute in Israel waren die Ersten, die damit angefangen haben, Götzendienst in ihr Leben einzuführen, sich mit allen Heidenvölkern zu vermischen, ihre Kultur zu übernehmen. Die geistlichen Führer haben es dem Volk vorgemacht. Und das ist Esras Reaktion. Er ist schockiert über die korrupten und gottesfernen Führer Israels. Sie leben in Mischehen, im Götzendienst aller Völker, die damals in und um sie lebten. Und wir lesen dann in Esra 10, Vers 1, was Esra macht. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern und Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Was wäre gewesen, wenn der Levit hier bei Micha auch so reagiert hätte? Man kann Micha nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber dem Leviten schon. Michas Mutter war schon verwirrt, Micha selbst auch, aber der Levit hätte es besser wissen müssen. Und im letzten Vers, im 17. Kapitel, lesen wir: Und Micha sprach: Nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Micha glaubt, dass es gut ist, dass ein Levit in seinem Haus Götzendienst betreibt. Ja, und hier entsteht Religion, hier entsteht Aberglaube. Das ist eine Vermischung von Glaube und Götzendienst. Und es entsteht eine Religion. Und das entsteht dort, wo man Gott nicht kennt. Das alles geschieht in einer Familie. Es ist ein Beispiel dafür und für uns, wie eine Nation beginnt zu zerfallen. Wir kennen diesen Zyklus, der im Buch der Richter immer wieder zu finden ist, dass nämlich das Volk immer stärker in die Sünde und in den Götzendienst abdriftet. Und ich denke, Michas Geschichte ist vermutlich nur eine von vielen in der damaligen Zeit. Und ich denke, viele lebten so wie Micha. Und wisst ihr, wir können uns ruhig über unsere heutige, verkommene Gesellschaft beschweren. Und ja, oft beklagen wir uns, wie verrückt unsere Gesellschaft geworden ist. Aber wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir bei uns selber anfangen. In unseren Familien, liebe Väter, wir sind gefragt, den Unterschied zu machen. So wie Esra, einzustehen und Buße zu tun. Welche Punkte können wir heute mitnehmen? Erster Punkt ist echte Reue über Sünde vor Gott. Micha bereut seinen Fehler nicht vor Gott, sondern aus Angst vor einem Fluch oder vor den Konsequenzen. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott nicht pflegen und nur unser materielles Leben sehen und den Wohlstand und den Erhalt dieses Lebens, dann stehen wir in der gleichen Versuchung, dass wir keine echte Reue vor Gott haben. Und David zeigt uns, was echte Reue ist. Esra zeigt uns, was echte Reue ist. Das zweite ist ein falsches Verständnis von Gottesdienst und Anbetung. Die Geschichte bei Micha, sie erfinden ihren eigenen Gottesdienst. Sie vermischen das Ganze mit Götzen. Und wir stehen heute auch in der Gefahr, aktuelle Trends und gesellschaftliche Entwicklungen wie Individualismus und auch Freiheit und auch Selbstbestimmung in unsere Familien und auch in unsere Gemeinden zu lassen. Der dritte Punkt ist Korruption in der geistlichen Führung. Wir als Väter, aber auch als Prediger, als Älteste, wir stehen in der Versuchung, Menschen zu gefallen, für Menschen das oder Menschen das zu sagen, was ihnen gefällt, nach ihrem Mund zu reden und dabei ein bequemes Leben zu führen. Das ist das, was der Levit gemacht hat. Und wir können uns ein Beispiel an Esra nehmen und für uns und für unsere Familien vor Gott einstehen. Liebe Väter, wir sind als Erstes dran, Buße zu tun und Fehler einzugestehen. Das ist etwas, was uns nicht leicht fällt, gerade als Russlanddeutsche. Wir sollten die Ersten sein, die es tun. Und wir beeinflussen unsere Familien und wir beeinflussen, wie unsere Kinder in Zukunft leben werden, in welcher Gesellschaft unsere Kinder leben werden. Israel lebte, wie gesagt, in der Spirale des Götzendienstes und sie entfremden sich von Gott. Und wenn wir die Entfremdung von Gott verhindern wollen, dann fängt diese Arbeit auf Knien an. Wir brauchen echte Reue vor Gott. Wir brauchen
echten Gottesdienst in unseren Familien, auch außerhalb des Gottesdienstes. Und wir brauchen geistliche Führung in unseren Gemeinden und in unseren Familien, die nicht korrupt ist. Ich wünsche uns, dass wir die kommende Woche, dass wir uns ehrlich vor Gott hinknien und darüber beten, dass der Heilige Geist uns wirklich dorthin leitet, wo Gottes Gegenwart ist, damit wir Gott repräsentieren können in unserer Gesellschaft und damit wir nachhaltig unsere Familien, unsere Kinder prägen können. Denn das wird unsere Zukunft sein, dass wir unseren Kindern vorleben. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.